Zwergenfürst liest. Markus Heitz, Die Zwerge. Prolog. Weißer Nebel füllte die Schluchten und Täler des grauen Gebirges, die Gipfel der großen Klinge, der Drachenzunge und der anderen Berge erhob sich trotzig aus dem Dunst und reckten sich der Abendsonne entgegen. Zögernd, als fürchtete es sich vor den schroffen Felsen, stieg das Gestirn herab und erhellte den Nordpass mit einem dunkelroten, schwächer werdenden Licht. Glandalin aus dem Clan des Hammerschlags lehnte sich schnaufend an die grob behauene Wand des Wachturms und legte die Rechte über die buschigen schwarzen Brauen, um seine Augen vor der ungewohnten Helligkeit zu schützen. Der Zwerg war durch den Aufstieg außer Atem geraten, und das Gewicht des dicht geflochtenen Kettenhemdes, der beim beiden Äxte und des Schildes drückte, schwer auf seinen betagten Beine. Doch Jüngere als ihn gab es nicht mehr. Die Schlacht, welche die neuen Clans des fünften Stamms vor wenigen Tagen gemeinsam in den Stollen geschlagen hatten, hatte zahlreiche Leben gekostet. Der Tod hatte sich vor allem die jungen, unerfahrenen gegriffen. Doch ihr Opfer war nicht vergebens. Der unbekannte Feind war vernichtet. Dennoch starben seine Freunde weiter, weil eine tückische Krankheit umging, von der keiner wusste, woher sie kam. Sie schwächte die Zwerge, ließ sie fiebern und raubte ihnen die Kraft, den klaren Blick und die sichere Hand. Und so hatte er als einer der Ältesten die Pflicht übernommen, in dieser Nacht über den steinernen Torweg zu wachen. Von dem hochgelegenen Aussichtspunkt aus führte der Pfad durch das graue Gebirge und weiter in das geborgene Land, wo Menschen, Elben, Zauberer in ihren Reichen lebten. Sein Stamm war es, der dem Land im Norden den Frieden schenkte. Zwei gigantische Portale aus härtestem Granit verweigerten jedem Scheusal ein Durchkommen. Vrakas, der Gott der Zwerge und ihr Schöpfer, hatte einst die gewaltigen Steinflügel geformt und sie mit 5 Riegeln gesichert, die allein mit Hilfe geheimer Worte bewegt werden konnten. Nur die Hüter des Pfades kannten die Losung, und ohne die rechte Formel blieb die Pforte fest versperrt. Vor den mächtigen Türen lagen die ausgeblichenen Knochen und zertrümmerten Rüstungen derer, die sich von den Hindernissen nicht hatten abschrecken lassen. Orks, Oger und andere Scheusale hatten Niederlage und Niederlage erlitten und auf blutige Weise erlebt, dass die Äxte der Zwerge auch noch nach Tausenden von Sonnenzyklen scharf waren. Der einsame Wächter nahm den Lederschlauch vom Gürtel und trank von dem kühlen Wasser, um die trockene Kehle zu befeuchten. Einige Tropfen rannen aus seinem Mundwinkel und sickerten in den schwarzen Bart hinein. Es hatte Stunden gekostet, das Gesichtshaar zu solch kunstvollen Zöpfen zu flechten, die nun wie dünne Seile auf der Brust baumelten. Glandalin setzte den Trinkschlauch ab und zog die Waffen aus dem Gürtel, um sie auf die Brüstung des aus dem Berg gemeißelten Turmes zu legen. Die beiden eisernen Axtköpfe klirrten melodisch, als sie den Felsen berührten. Ein orange-roter Sonnenstrahl strich über die polierten Verzierungen und beleuchtete die Runen und Symbole, die dem Träger Schutz, Treffsicherheit und Ausdauer verleihen sollten. Der Zwergenmeister, Schmied und Begründer des Stammes der ersten, Borengar Weißesee, hatte die
Klingen selbst geschmiedet und sie ihm, der aus unzähligen Schlachten am steinernen Torweg als Sieger hervorgegangen war, zum Geschenk gemacht. Kein Orkschwert, keine Trollkeule, kein Ogerspieß vermochte es, seinen 327 Sonnenzyklen langen Lebenswahn zu durchtrennen, auch wenn es schon genügend finstere Kreaturen versucht hätten, wie die Narben an seinem gedrungenen Körper bezeugten. Aber auch die Macht der Inschriften auf seiner Rüstung hatten ihm stets neu beigestanden. Soweit der Zwerg blickte, stemmte sich das Bergmassiv als bleifarbener Brocken aus dem hügeligen Land Gauragar empor, das von Menschen besiedelt wurde. Gleich einem Rückgrat wuchs es in die Höhe und streckte den Wanderer mit Steilhängen und unsicheren Wegen und wechselhaftem Wetter, und so geschah es, trotz der Reichtümer des Grauen Gebirges, selten, dass sich ein Bewohner Auragas in die Gegend begab. Allein sein Volk lebte in den Schatten dieser zerklüfteten Gipfel. Die Zwerge vom Stamm des fünften Giselbart Eisenauge errichteten ihr unterirdisches Reich im harten Fleisch des nördlichen Hochlandes. Sie gruben Schächte, erbauten kunstvolle Hallen, schufen die heißesten Feuer und trieben Säle aus dem Fels, um fernab von Sonne und Witterung ihr Leben dem Schürfen von Schätzen und dem Schmieden zu widmen. Glandalin betrachtete die unüberwindbaren Gipfel, die in weiterer Entfernung zu seinem breiten, dunklen Band schrumpften. Das war seine geliebte Heimat, ein Ort voller unterirdischer Schönheit, den er gegen keiner anderen eintauschen würde. Vargas, der göttliche Schmied, hatte das gesamte geborgene Land mit dem schützenden Gürtel aus Bergen umgeben, um seine Bewohner vor dem Ungeheuer des Gottes Tion zu bewahren. So oblag es allein den Elben, Zwergen, Menschen und auch anderen Kreaturen, in Frieden miteinander zu leben. Als er den Blick nach Norden wandte, folgten seine braunen Augen dem 30 Schritt breiten Pass, den sie den steinernen Torweg nannten und der in das jenseitige Land, in unerforschtes Gebiet führte. Früher hatten die Menschenkönige Expeditionen in alle Himmelsrichtungen entsandt, aber nur die wenigsten waren zurückgekehrt und hatten zudem ungewollt dafür gesorgt, dass die Orks den Weg zum Tor fanden. Mit den Orks kamen die übrigen Scheusale, die der Gott Tion aus Bosheit schuf, um ihnen das Leben schwer zu machen, gut zurecht. Forschend suchte er den Weg ab. Die Aufmerksamkeit eines Wächters durfte zu keiner Zeit nachlassen. Die Kreaturen lernten nichts aus ihrer Niederlage. Ihr finsterer, bösartiger Verstand, den Tion ihnen gab, brachte sie dazu, immer wieder gegen die Portale anzurennen, um ins geborgene Land zu gelangen. Sie wollten alles und jeden vernichten, denn sie waren zu nichts anderem von ihrem Schöpfer geschaffen. Mal vergingen Sonnenzyklen, mal nur Umläufe, bevor sie einen weiteren Vorstoß unternahmen. Bislang kamen die Horden nicht auf den Gedanken, die Angriffe in geordneten Bahnen zu lenken und mit List vorzugehen. Daher blieb es beim blindwütigen Anstürmen, das für die Angreifer stets im Blutbad endete. Die tobenden und brüllenden Bestien gelangen nie weiter als bis zu den Zinnen der Wehrgänge, wo die Äxte der Zwerge zur tödlichen Begrüßung ihrer harten und von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Fleisch, Knochen und Rüstungen der Ungeheuer durchtrennten. An solchen Tagen stand deren schwarzer, dunkelgrüner und gelbbrauner Lebenssaft knöchelhoch vor den unverwüstlich Granittoren, an denen Rammböcke und Katapultgeschosse krachend zersplitterten. Auch die Kinder des Wrackers erlitten Verluste.
wurden verstümmelt und verletzt, doch keiner von ihnen haderte mit dem Schicksal. Schließlich waren sie Zwerge, das härteste Volk der bekannten Welt und die Beschützer des geborgenen Landes. Und dennoch haben sie uns überrumpelt. Glandalin dachte an die rätselhaften Kreaturen in den Schächten, denen so viele Angehörige seines Stammes zum Opfer gefallen waren. Plötzlich waren sie da gewesen. Äußerlich glichen sie den Elben, hochgewachsen, schlank und grazil in ihrer Bewegung. Aber sie waren grausamer und heimtückischer im Kampf. Elben oder unbekannte Bestien? Rätselte er halblaut und entschied sich für Bestien. Tion, der Niederträchtige, wird sie vor langer Zeit in der Erde vergraben und vergessen haben. Unsere eigenen Minöre müssen sie aus ihrem Schlaf gerissen und aus dem Fels befreit haben, suchte er nach einer Erklärung. Glandalin war sich so gut wie sicher, dass es keine Elben aus dem geborgenen Land sein konnten. Zwerge und Spitzohren hassten einander. Vrakas und Sitalia, die Schöpferin der Elben, hatten es so beschlossen, als sie die Völker ins Leben berufen hatten und ihnen gegenseitig Abneigung mitgegeben hatten. Daraus entsprang so mancher unversöhnlicher Streit und so manches Scharmützel, das Tote forderte. Niemals jedoch einen Krieg. Und wenn sie es doch waren, ist der Hass derart gewachsen, dass wir in einen Krieg mit ihnen geraten? Dachte er im Stillen. Oder wollen sie einen Krieg wegen unserer Schatzhorte? Sind sie neidisch auf unser Gold? Landanin wusste keine Antwort darauf und zwang sich, die notwendige Aufmerksamkeit walten zu lassen. Die Gedanken an das Gemetzel in den finsteren Stollen gegen die unheimlichen Krieger, Elben oder nicht, lenkte die Augen ab, machte sie stumpf, sie glitten über die Landschaft, ohne die Berge und den steinernen Torweg wirklich zu sehen. Seine Augenbrauen zogen sich im Zorn zusammen, denn der scharfe Nordwind, der ihm so weit oben eisig um die Bartsträhnen pfiff, trug ihm einen Geruch zu, den er aus seinem tiefsten Inneren hasste. Orks. Sie stanken nach geronnenem Blut, nach Exkrementen und Schmutz. Dazu mengte sich das ranzige Aroma ihrer eingefetteten Rüstung. Sie glaubten, die Schneiden der Zwergenäxte würden an dem Talg abrutschen und so weniger Schaden am Metall anrichten. Das Fett wird euch nichts gegen uns nützen. Glandalin wartete nicht, bis er die zerlumpten Banner und verrosteten Speerspitzen aus bis er die zerlumpten Banner und Glandalin wartete nicht, bis er die zerlumpten Banner und verrosteten Speerspitzen über die letzte Anhöhe des steinernen Torwegs kommen sah oder das Scheppern des Panzerhelms vernahm. Er machte einen Schritt zur Seite und stellte sich auf die Zehenspitzen. In die schwieligen Hände legte er in die hölzernen, rauen Griffe der beiden Blasbälge. Die künstlichen Lungen füllten sich mit Luft, ehe der Zwerg ihren Atem mit einer kräftigen Bewegung auspresste. Die Luft strömte durch das breite Rohr und schoss in die Tiefe und erweckte das Signalhorn unter der Erde zum Leben. Dumpfes Dröhnen rollte die Stollen und Gänge des Fünften entlang. Der Zwerg betätigte die Blasbälge im Wechsel, damit der Luftstrom nicht abriss. Das Dröhnen schwoll zu einem gleichmäßigen, durchdringenden Ton an, der selbst den Verschlafensten seines Stammes aus den Kissen jagte. Einmal mehr rief sie die ehrenvolle Pflicht des geborgenen Landes zu verteidigen.
Schwitzend blickte Glandalin über die rechte Schulter, um den Vormarsch der Angreifer abzuschätzen. Sie kamen zu Hunderten. Die Kreaturen des Gottes Tion schoben sich in breiter Front den steinernen Torweg entlang. Und das zahlreicher als je zuvor. Beim Anblick der Ungeheuer hätte das Herz eines Menschen vor Furcht ausgesetzt und die Elben wären in den Schutz ihrer Wälder geflüchtet. Nicht so ein Zwerg. Die Attacke gegen den Durchgang überraschte Glandalin zwar nicht, doch der Zeitpunkt beunruhigte ihn. Seine Freunde und Verwandten brauchten Ruhe, um sich vollständig von den Strapazen der letzten Kämpfe und der schleichenden Krankheit zu erholen. Die nahende Schlacht würde gewiss mehr Kraft kosten als gewöhnlich. Mehr Kraft und mehr Leben. Die Verteidiger besetzten die Wehrgänge rund um die Pforte eher zögerlich. Einige von ihnen taumelten mehr als sie gingen und ihre Finger schlossen sich kraftlos um die Schäfte der Äxte. Die Schar, die sich schleppend zur Abwehr formierte, kam gerade einmal auf 100 tapfere Seelen. Tausende hätte es benötigt. Glandalin beendete seine Wache, weil er an anderer Stelle dringender gebraucht wurde. Vrakas, stehe uns bei. Wir sind zu wenige, flüsterte er und konnte die Augen nicht von der Straße wenden, auf der sich der breite, stinkende Strom von Orks ergoss. Grunzend und brüllend wälzte sie sich voran und hielten genau auf das Portal zu. Die nackten Berghänge warfen ihre animalischen Laute zurück. Das Echo verstärkte das siegessichere Grölen.